So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dem ThinkPad T400 von Lenovo. Man sieht, ich habe Netzstecker eingesteckt. In dieser Folge werden wir uns mal ums Betriebssystem kümmern. Wie gesagt, hier auf dem Laptop läuft kein Windows, sondern tatsächlich einfach Ubuntu. Ich glaube K-Ubuntu. Ja, müsste K-Ubuntu sein. Und ja, ich habe alle Laptops auch schon mal mit SSDs laufen lassen. Wer jetzt in die Kommentare schreibt, warum baust du keine SSDs ein? Weil ich diese Laptops vor allen Dingen nutze, um The Original Spirit zu leben. Ja? Und die guten alten Zeiten waren nun mal mit HDD, mit den entsprechenden Ladezeiten und alles drum und dran. Kubuntu. Ja. Man sieht da unten immer schön die Festplatten-LED, ne? Wie dieser die ganze Zeit einfach nur leuchtet. Deswegen, also der limitierende Faktor hier ist definitiv die Festplatte. Ah, jetzt ist auch das WLAN-Symbol angegangen. Weil, wie gesagt, Arbeitsspeicher hat das Ding 8 GB. CPU ist auch bei weitem schnell genug für Linux. Bei Windows 10 war die CPU relativ häufig auf Anschlag. Das heißt, mit Windows macht das Ding schon nicht mehr so viel Spaß. Außer du hast ältere Windows-Versionen, mit denen kannst du aber nicht ins Internet gehen, wegen Sicherheitsrisikos und sowas alles. Deswegen ist das hier halt so das ideale Gerät für Linux. Ne? Da ist ein aktuelles Kubuntu 2204 LTS drauf und das rockt hier drauf richtig gut. Deswegen, wie gesagt, der einzige limitierende Faktor ist die Festplatte. So, dann gehen wir mal mein super geheimes Sicherheitspasswort ein, was niemals jemand erraten wird, weil es dafür viel zu einfach ist. Habe ich was Richtige? Ach, ist nicht was Richtige. LOL. Dann müsste es ja das hier sein. Ja, sieht gut aus. Wie gesagt, das einzige Problem, was ich mit dem Laptop wirklich habe, ist, dass die USB-Ports nicht so zuverlässig funktionieren. Weil, wie gesagt, bei dem einen hat man ja schon beim letzten Video gesehen, da war das Plastik rausgebrochen. Und der andere funktioniert, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Der einzige Anschluss, der, glaube ich, wirklich zuverlässig ist, ist der auf der rechten Seite hier, dieser einzelne USB-Anschluss. Das heißt, wir schließen uns da jetzt auch mal kurz die Maus an. Ja, aufleuchten tut sie schon mal. Und bewegen tut sie sich aber nicht. Genau. Das heißt, der Anschluss hier war auch kacke. Da gucken wir mal kurz. Warte mal ganz kurz. So. Weiter geht's auf der Seite. Renne mit dir. Ja. Aha, das sieht schon besser aus. Ja. Können wir mal kurz hier gucken. Ne? Also Alpha-Sachen und sowas alles. So transparente Menüs und so funktionieren alle. Man sieht hier das Bild durch. Ja, deswegen also auf Wunderbärchen. Ich weiß gar nicht, habe ich den NeoFetch drauf? Bestimmt nicht. NeoFetch! Doch, habe ich drauf. Easy. Dann lass es mich mal kurz größer machen. Tada! So, haben wir die ganzen technischen Daten von dem Guten. Und ja, wie gesagt, da unten sieht man 8 GB Arbeitsspeicher. Intel Core Duo mit 1,6 GHz, okay. Ja, HD-Display. Full HD ist bei dem Alter halt nicht üblich gewesen. Deswegen ist es schon schön, dass er zumindest HD hat, sogar 16:10. Und wie gesagt, die aktuelle LTS-Version, 14.3 ist die aktuelle Version, die draußen ist. Und natürlich 64-Bit, klar. Genau, das zu dem Laptop und deren Software. Ansonsten ist der halt fähig, alle möglichen Sachen zu machen, die man so unter Linux machen kann. Das heißt, ich kann mal gucken, habe ich die Videos drauf? Bestimmt. Aber sowas von. Muss ich nur gucken, die Lautstärke, weil Copyright und so.
Machen wir hier ein bisschen leiser. Machen wir hier so, machen wir mal so ein bisschen ganz leise. So, gucken wir mal, was ist ein schönes, das ist doch ein schönes, buntes, bewegtes Video, wo man viel sieht. Ajo. Oh, ich weiß gerade gar nicht, welche Auflösung das Ding hat. Und das Ding hat eine Auflösung von 360. Ist ja schwach. Habe ich hier keine Full-HD-Sachen drauf, sag mal? Ja, wieso habe ich hier keine Full-HD-Videos drauf? Achso, weil es wieder selber nur 360p war. Stimmt, das ist ja so schwach auflösend. Das hier ist doch gut. Das ist Full-HD. Genau. So, hat man jetzt Full-HD. Tentative Auflösung vom Video. Und das läuft wunderbar. Kann man ein bisschen lauter machen. Wieso laufen jetzt hier zwei Videos? Ich glaube, ich habe das Video zweimal geöffnet. Ja, das andere Video läuft noch. Weg mit dir. So. Jetzt. Und nein, das ist kein Grafikfehler. Das Video sieht wirklich so aus. Atolls hat einen witzigen Geschmack, was Grafik angeht. Ja, gut. Aber man sieht, Video läuft. Natürlich schon H264, klar. Ich glaube, er kann das aber nicht hart beschleunigt machen. Ich guck mal kurz. Nee, hat er nicht. Keine harte Beschleunigung at all. Aber er schafft wunderbar. Ich kann mal kurz laufen lassen und währenddessen hier unten die CPU-Auslastung angucken. CPU-Auslastung ist das blaue hier. Und da sieht man gerade mal 40%. Wenn er mal darauf scharf schalten würde. Ja, so 30-40%. Warum hat mein Handy so Probleme damit bei nahen Sachen? Achso, weil ich Ultraweitwinkel habe, ne? Ah, ja, okay. Bei Ultraweitwinkel kann er nicht so scharf stellen. Ah, schade. Ja, gut. Kann ich denn kurz rausgehen? Ah, ich wollte. Ja, gut, aber ihr seht ja ungefähr den Balken da. Oh, jetzt ist er jetzt hochgegangen. Oh, ach so, ja, jetzt, weil Ubuntu gerade mit seinen Updates kommt. Immer diese diese Ubuntu-Updates. Das ist halt das Problem, wenn man Laptop längere Zeit nicht benutzt. Kann man kurz hier mein wunderschönes Gekrall aufmachen. Und da sieht man schon, läuft natürlich hier, ist natürlich Linux. Und da poppt er auch schon auf mit verfügbaren Aktualisierungen. Ja gut, dann soll das für dem Video erstmal gewesen sein. Und vielleicht kommt noch ein Teil, vielleicht auch nicht. Bis dann.